Liebe Schwestern, liebe Brüder, die auf den ersten Eindruck so eingängigen Worte des ersten Johannesbriefes, die wir dem Apostel zuschreiben dürfen, dem Apostel, der sehr jung in die Nachfolge getreten ist, dem Apostel, der wie kein anderer so lange Zeit hatte, dieses Ereignis Christi und seine Nachfolge wirken zu lassen, um sie auszuprägen, auch schriftlich. Diese scheinbar so eingängigen Worte haben eine Grundvoraussetzung. Wenn wir diese Worte des Apostels in diesen Tagen, in den Weihnachtstagen so oft hören und intensiv bedenken, wollen wir uns diese Voraussetzung noch einmal klar machen. Ich fand sie kaum irgendwo besser dargestellt als bei Romano Guardini. Er sagt, dass wir in Christus den Sohn nicht nur denken, sondern sehen. Seiner nicht nur geistig inne werden, sondern ihn hören. Ihn nicht nur fühlend ahnen, sondern ihn greifen können. Ja, im 6. Kapitel des Johannesevangeliums mutet Jesus den ratlosen Hörern die Botschaft zu, der Glaube solle im Mysterium der Eucharistie dem Menschgewordenen in sein menschlich leibhaftiges Leben aufnehmen, ihn essen. Das ist die Wurzel des Christlichen. Von ihr spricht Johannes. Je älter er wird, desto mächtiger wächst ihm, desto mehr vertieft sich ihm das Geheimnis. Wenn wir von hierher sein Evangelium lesen, seine Worte lesen, dann sehen wir, wie er sich bemüht, aus der Gestalt, dem Werk und dem Schicksal Jesu das herauszuheben, was im Anfang war, den Logos des ewig Sprechenden, den Sohn des Vaters. Wie falsch zu sagen, hier sei das ursprüngliche Evangelium verlassen und es werde über Jesus philosophiert. Nein. Sondern während der langen Zeit, die Johannes nach Jesu Tod gelebt hat, ist ihm immer klarer geworden, was Epiphanie heißt. Uns aber kommt eine bedrängende Frage. Wie kann dergleichen sein? Wie kann Gott solches tun? Lassen wir uns die Frage nahe kommen. Sie zu erfahren ist wichtig für unser christliches Verständnis. Wie kann der ewige Gott Mensch werden? Und nicht so, wie die Mythen es meinen, wenn sie von Göttern erzählen, die mit irdischen Frauen Heroen zeugen und diese dann Rettendes vollbringen. Daran ist kein Begriff echt. Der des Gottes nicht, der des Menschen nicht und der des heilbringenden Heros ebenso wenig. Weil sie alle nur als Elemente eines in sich verfangenen Alls verstanden sind. Nicht so meint es das Evangelium. Sondern in dem unduldenden Ernst, der dem Christen aus 1,5 Jahrtausend Jahren Erziehung durch das Alte Testament zuwächst. Wie kann der Gott, der dort so gewaltig seine heilige Unabhängigkeit bezeugt, Mensch werden und es bleiben für immer? Johannes war geistig kein Grieche, wozu das Missverständnis seines Logos-Gedankens und seine allgemeinen Begriffe ihn gemacht hat, sondern Mensch des Alten Testaments. So muss ihn die Frage bis in den Grund erschüttert haben, wie das sein könne. Er hat aber die Antwort gefunden. Und sie hat gelautet, weil Gott liebt. Weil er der Liebende ist. So heißt es im 4. Kapitel seines Briefes, darin ist die Liebe Gottes unter uns offenbar geworden, dass Gott seinen einzig gezeugten Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben.